Punkt Nummer 6. Und da geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Unterbrechungen heimischer Lieferketten und logistischen Kollaps infolge der Energiepreisinflation verhindern. Verabredet ist es hierzu 39 Minuten zu debattieren. Und mit Rücksicht auf die kommenden Debatten und die Rednerinnen und Redner, die noch am späteren Abend sind, wir noch ein bisschen schneller vielleicht. Vielen Dank. Bernd Schattner hat das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung lässt die Bürger und Unternehmen in diesem Land um ihren über Jahrzehnte erarbeiteten Wohlstand und ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. Circa 100 Milliarden an Entlastungen sind durch die Entlastungspakete 1 bis 3 an die Bevölkerung geflossen. Bis zu weiteren 200 Milliarden will die Bundesregierung für die sogenannte Gaspreisbremse bereitstellen. Wobei hier schon der erste Fehler liegt. Diese Pakete sind eben keine Entlastungspakete, sondern in erster Linie die teilweise Rückgabe zu viel gezahlter Steuern. Oder anders ausgedrückt, die Übergewinnsteuer des Staates aus der Energiekrise. Denn die Bürger zahlen durch die massiv gestiegenen Preise eben auch wesentlich mehr Steuern. Als AfD haben wir bereits vor Monaten spürbare Entlastungen gefordert. Leider sind sie unseren Anträgen damals nicht gefolgt und haben nach ihren linksgrünen ideologischen Doktrinen gehandelt und damit im Ergebnis wieder einmal vollkommen versagt. Der Preis ihres Versagens in Zahlen gefasst lautet wie folgt: Bis zu 300 Milliarden Schulden allein für ihre verfehlte Energiepolitik, eine Inflationsrate von über 10% und die schlimmste Wirtschaftskrise seit über 70 Jahren. Herr Habeck, während die CDU unter Angela Merkel unser Land an den Abgrund geführt hat, haben Sie und die Vertreter der selbsternannten Fortschrittskoalition unserer Nation in diesen geführt. Meine Damen und Herren, Sie vollführen schlimmere Taschenspielertricks als die CDU in den letzten 16 Jahren. Erneut werden die Steuerzahler über den Tisch gezogen. Mit den höchsten Steuern, die höchsten Abgaben und damit auch die höchste Belastung der Bürgerinnen und Bürger EU-weit, das kommt doch nicht von ungefähr. Wenn ich bösartig wäre, dann würde ich nicht nur sagen, dass Sie Ihren Amtseid zum Wohl des deutschen Volkes zu handeln vergessen haben, dann würde ich Ihnen unterstellen, dass es Ihr Ziel ist, den deutschen Bürger nicht nur arm zu machen, sondern auch arm zu halten. Aber auch mit den Unternehmern in unserem Land gehen Sie nicht besser um. Die verheerenden Folgen dieser Politik sehen Sie zum Beispiel bei der SKW Piesteritz-Werken in Luderstadt-Wittenberg. Die SKW produzieren aus Gas Mineraldünger und daraus wiederum AdBlue. Dabei hat die SKW einen Marktanteil an der AdBlue-Produktion in Deutschland von ca. 40%. Allein durch diese Zahlen sollten Sie erkennen, welche Bedeutung nur allein diese eine Firma für den Betrieb unserer LKWs und Traktoren und damit auch unmittelbar für die Versorgung unserer Bürger hat. Mit anderen Worten, wenn die SKW-Werke nicht produzieren können, stehen 40% der Logistik in Deutschland auf der Kippe. Bereits jetzt spüren die Logistiker, aber auch die Fahrer von modernen Dieselfahrzeugen die Auswirkungen jeden Tag an der Zapfsäule. Lag der Preis von AdBlue vor knapp 2 Jahren bei rund 49 Cent pro Liter, so sind es schon jetzt 1,93 Euro. Grund hierfür ist vor allem die eingestellte Produktion in Piesteritz aufgrund der massiv gestiegenen Gaskosten. Wer von Ihnen denkt überhaupt in diesem Zusammenhang übrigens an die 850 Arbeitsplätze in einer ohnehin strukturschwachen Region in Sachsen-Anhalt? Wie geht das Wirtschaftsministerium mit einem solch systemrelevanten Unternehmen um? Aus dem Kreis der Geschäftsführung ist zu hören, dass das BMWK nach 2 Wochen Gesprächen erst einmal verstanden hat, um was es überhaupt geht. Die naheliegendste Lösung aus unserer Sicht zur nachhaltigen Senkung des Gaspreises wäre die sofortige Beendigung der bestehenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland und damit eine Stabilisierung der Produktion wieder zu ermöglichen. Leider kommt diese Option bei Ihnen, liebe Regierung, nicht vor. Eher sind Sie bereit, ein vorher kerngesundes Unternehmen auf der Altar der grünen Ideologie zu opfern, anstatt fachlich gut begründete Wirtschaftspolitik zu betreiben. Sie haben sich nun entschieden, eine Gaspreisbremse zu installieren. Dies ist sicherlich eine gangbare Lösung, aber es ist wiederum die teuerste, was mich bei den Grünen aber in keinster Weise verwundert.
Und beim Stickstoffdünger sieht es nicht besser aus. Die Bundesregierung hat auf eine Anfrage vor kurzem geantwortet, dass die fehlende Düngeproduktion im Inland mit der Produktion im Ausland ausgeglichen werden kann. In der Praxis sieht das dann folgendermaßen aus. Über chinesische Zwischenhändler können Sie via der Handelsplattform Alibaba russischen mineralischen Harnstoffdünger nach Deutschland liefern lassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Lösung der Probleme neben der Aufhebung der Sanktionen war die Forderung nach Instandsetzung von Nord Stream 1 und die Öffnung von Nord Stream 2. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, wen man schlussendlich den als angeblichen Schuldigen für diese Taten benennen wird. Mit der jetzt beschlossenen Gaspreisbremse von bis zu 200 Milliarden Euro geben Sie zwar den Bürgern die Möglichkeit, billiger an Gas zu kommen, gleichzeitig verschleiern Sie damit aber auch die massiven Kosten von dem Import vom teuren LNG-Gas aus den USA. Aus diesem Grund treten wir als AfD-Fraktion, aber auch ich persönlich, für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und die sofortige Aufnahme von Friedensbemühungen ein. Vielen Dank. Falko Moos hat das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ich würde fast sagen, vor allem die Wiederholung ist ja die Mutter der Pädagogik, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ich wiederhole noch mal einige Dinge aus meiner Rede eben für Sie, weil Sie ja offensichtlich in den letzten Minuten, aber auch Wochen irgendwo sehr tief geschlafen haben. Um auch für Sie noch mal sehr deutlich zu machen, es geht nicht darum, dass irgendwer hier Amtseide bricht oder das Wohl des deutschen Volkes ignorieren würde. Es geht darum, dass wir an der Seite von Demokratinnen und Demokraten stehen, dass wir an der Seite eines Landes stehen, überfallen worden, weil nämlich Russland, weil Putin Grenzen in Europa wieder verschiebt. Und wir in aller Deutlichkeit sagen, das ist für uns nicht akzeptabel. Das ist der Grund, warum wir hier diese Debatte führen. Und nicht, weil irgendwelche Hirngespinste, wie Sie sich überlegen, hier der Fall sind. Es geht darum, es gibt Sanktionen. Es geht darum, dass wir in aller Deutlichkeit uns unabhängig machen mussten von russischen Energieimporten, dass wir nie verschleiert haben, auch wenn Sie das hier behaupten, dass in der Folge natürlich auch Preise zu bezahlen sind. Aber genau deswegen nehmen wir die Verantwortung sehr ernst, dass wir sagen, es gibt eine Bremse für den Preis auf Strom, es gibt eine Bremse für den Preis auf Gas, weil uns doch klar ist, wir müssen an dieser Situation nicht irgendwie versuchen, im Reparaturbetrieb hinterher alles zu machen, sondern wir müssen hier an die Wurzel der Herausforderung für viele Millionen Haushalte und Unternehmen in diesem Land ran. Und das ist die Bezahlbarkeit von Energie. Und deswegen ist das, was heute nämlich vorgelegt wurde, 200 Milliarden Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitzustellen, ein wichtiger Baustein dafür, dass wir durch diese Krise kommen, meine Damen und Herren. Und das ist der Doppelwumms, der heute angesprochen wurde, weil wir es nämlich schaffen, dass sowohl Planungssicherheit für die Unternehmen da ist, als auch Planungssicherheit für die Haushalte. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir durch diesen Winter kommen können, meine Damen und Herren. Außerdem wird es aber auch so sein, dass wir trotz dieser Preisbremse nicht alle der Herausforderungen, nicht alle der Preissteigerungen auffangen können. Deswegen wird es auch für Unternehmen weitere Wirtschaftshilfen geben. Weitere Wirtschaftshilfen, die die Kostensteigerung, die im direkten Zusammenhang auch mit den Folgen des Krieges, mit den Folgen der Sanktionen stehen, dass eben auch diese Kostensteigerungen mit unterstützt werden können. Das werden wir so gestalten, dass es keine Mitnahmeeffekte gibt, dass sie aber zielgenau die Unternehmen unterstützen, dass sie Arbeitsplätze sichern, wo sie in Gefahr sind, meine Damen und Herren. Und wenn wir auf SKW Priesteritz kommen, dann muss man sagen, Sie haben ganz offensichtlich Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Denn erstens hat die Bundesregierung beispielsweise über den Beauftragten Carsten Schneider für Ostdeutschland, über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Anfang an Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen, um eben passgenau zu schauen, wie hier wichtige Lieferketten aufrechterhalten werden können. Und deswegen, wenn Sie es wüssten, dann hätten Sie es sagen können. Wenn Sie es nicht wissen, dann lernen Sie vielleicht was dazu. Ist ja auch genau die Wiederaufnahme der Produktion in Priesteritz ja anstehend, weil nämlich genau für alle Beteiligten klar war, über zielgenaue Hilfen sichern wir die Lieferketten in Priesteritz, wir sichern 850 Arbeitsplätze. Und das ist genau die Priorität, wie wir sie hier auch verfolgen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich sage das in aller Deutlichkeit. Wir lassen nicht zu, dass Putin mit seiner Waffe Energie, mit seiner Waffe Preise, Verunsicherung, Spaltung, Destabilisierung
unseres Landes, unserer Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts hier fabriziert. Wir lassen es nicht zu, dass sich manche im Inland zu Stichwortgebern machen lassen. Wir sind als Regierung entschlossen und standhaft. Wir werden unser Land, die Unternehmen und die Menschen hier schützen. Das ist unser Auftrag, und dafür nehmen wir genau die richtigen Instrumente in die Hand. Vielen herzlichen Dank. Hans-Jörg Durz ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in den vergangenen Tagen hat die Wirklichkeit erneut eine ihrer Kernforderungen dieses Antrags überrollt. Sie fordern Verhandlungen über die Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch Russland mit dem mutmaßlichen Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Löst sich nicht nur jede Menge Erdgas in der Ostsee und in der Atmosphäre auf, sondern auch Ihre Forderungen lösen sich in Luft auf. Doch auch ohne die Vorkommnisse der letzten Tage zeigt dieser Antrag deutlich, wie weit Sie sich von der rationalen Beurteilung der Realität entfernt haben. Auch Sie müssen doch langsam wahrnehmen, dass Putin kein Interesse an Verhandlungen hat. Wenn er daran Interesse hätte, warum steht dann eine Gasturbine hier in Deutschland, die offensichtlich doch so wichtig für Gaslieferungen ist? Warum liefert er nicht über andere Pipelines, was er tun könnte? Oder warum droht er denn sogar mit dem Stopp des Gastransits durch die Ukraine? Die Antwort darauf ist eindeutig. Russland führt einen Energiekrieg, auch gegen uns. Nehmen Sie diese Realität endlich wahr. Und ein autoritäres Regime mit Großmachtfantasien halten Sie ganz sicher nicht auf, indem Sie klein beigeben. Im Gegenteil, mit Forderungen wie in Ihrem Antrag stricken Sie mit an der Propaganda des russischen Regimes. Russlands Trolle gibt es nicht nur im Netz, sondern leider auch hier in diesem Parlament. Wir stimmen gegen Ihren Antrag. Was wir dieser Tage in unserem Land erleben, ist ein Angebotsschock im Energiebereich, wie wir ihn seit 1945 nicht erlebt haben. Aktuell ist Deutschland leider nicht mit einer Bundesregierung gesegnet, die wirklich alles in ihrer Macht Stehende tut, um diese Krise zu überstehen. Ideologische Scheuklappen bei der Atomkraft, ewiges Hin und Her bei der Rettung von Energieversorgern und drei Entlastungspakete, bei denen die Unternehmen nicht einmal erwähnt werden. Wir erleben eine Regierung, die große Verunsicherung schürt. Bestes Beispiel war bis zum heutigen Tage die Gasumlage, die erst zwei Tage vor Inkrafttreten nun final abgeschafft werden soll. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten uns gewünscht, dass Sie den Menschen schon viel, viel früher Klarheit verschaffen. Als Leitsatz in dieser Krise hat sich der Bundeskanzler einer Fußballhymne bedient. You'll never walk alone. Ursprünglich stammt das Lied aus einem Theaterstück und sollte den Protagonisten positiv in die Zukunft blicken lassen. Und deshalb singen es die Fans in Liverpool übrigens vor Beginn des Spiels und nicht erst, wenn die Mannschaft bereits 0-3 hinten liegt. Mir scheint, das hat die Bundesregierung den Ernst der Lage lange Zeit überhaupt nicht begriffen. Denn das Spiel hat nicht schon längst begonnen, sondern der Wirtschaftsstandort Deutschland ist deutlich in der Defensive. Für Beschäftigte wie Unternehmenslenker klang der Spruch deshalb bisher wie Hohn. Denn die Lage spitzt sich von Tag zu Tag mehr zu, und bis zum heutigen Tag hat die Bundesregierung sie ziemlich allein gelassen. Seit heute wissen die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass die Ampel bereit ist, oder 200 Milliarden Euro gegen diese Krise zu stemmen, einen Schutzschirm aufzuspannen. Und es wurde auch höchste Zeit, dass diese Regierung sich endlich einigt und dabei übrigens viele Vorschläge offensichtlich aufnehmen möchte. Das war heute der Pressekonferenz so zu entnehmen, die wir als Opposition seit Monaten fordern. Doch leider ist nach wie vor völlig unklar, wer, ab wann, in welcher Höhe, wie lang unterstützt wird. Der Bäckermeister weiß noch nicht, ob er kleinere Brötchen backen muss oder ob er den Ofen eventuell ganz ausmachen muss. Deshalb appelliere ich an Sie, schaffen Sie so schnell wie möglich Klarheit.
Klarheit nicht nur für den Einzelnen, sondern insbesondere auch für die Unternehmen in diesem Land. Denn es gibt unzählige Beispiele, wie die Krise an der Substanz unserer Volkswirtschaft zehrt. Zum Beispiel bei mir im Wahlkreis in Meitingen. Meitingen hat ein Herz aus Stahl, wie jüngst verlautete, und zwar auf einem Protestplakat. Denn hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dortig ansässigen Lechstahlwerke, die etwa so viel Strom im Jahr verbrauchen wie eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, haben vor wenigen Tagen demonstriert. Sie fürchten um ihren Arbeitsplatz, sie fürchten um ihre Familien, sie fürchten um ihre soziale Existenz. Sie rufen nach Unterstützung für die Wirtschaft. Und es wird Zeit, dass diese Bundesregierung sie endlich hört. Während wir Abgeordnete lange im Voraus wissen, wann wir hier in Berlin zur Arbeit kommen müssen, wissen das die Beschäftigten der Lechstahlwerke derzeit nicht. Der Betrieb muss je nach Strompreis entscheiden, ob produziert wird oder nicht. Und die Mitarbeiter, die äußerst solidarisch sind, erfahren nur wenige Tage im Voraus, ob sie jetzt zur Arbeit kommen müssen oder nicht. Und das ist meist am Wochenende der Fall. Warum können die Lechstahlwerke überhaupt noch Löhne auszahlen? Weil ihr Lager vor Monaten noch gut gefüllt war. Im Moment wird Lagerbestand abgebaut, dass Einnahmen überhaupt ins Unternehmen kommen. Doch kaum neue Ware wird produziert. So kann kein Unternehmen auf Dauer überleben. Wenn sich nicht bald etwas verändert, hört das Herz aus Stahl in Meitingen aufzuschlagen. Stellen Sie sich das Weihnachtsfest für die über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihren Familien vor. Ich erzähle diese Geschichte, damit jeder weiß, wie dringend die Unternehmen in diesem Land Entscheidungen und Klarheit benötigen. Denn es ist die Bundesregierung, die entscheiden muss und die schnell entscheiden muss, wie die angekündigten Preisbremsen aussehen sollen. Und damit auch entscheiden muss, ob die derzeitige Energiekrise zur Zeitenwende für die deutsche Industrie wird, hin möglicherweise zu einem deindustrialisierten Deutschland. Wo wird dann produziert? Wie sehen dann die Wertschöpfungsketten bei uns aus? Und nach welchen Standards wird auch produziert? Oder ob sie die angekündigten Instrumente so ausgestaltet, dass Deutschland die Probleme bei der Wurzel packt und damit einer Wirtschaft den Weg ebnet, die nicht nur zum Wohlstand dieses Landes, sondern übrigens auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, weil sie innovativer, weil sie erfindungsreicher ist als in anderen Teilen der Welt. Heute Morgen haben wir hier im Deutschen Bundestag über Nachhaltigkeit debattiert. Die Lechstahlwerke produzieren ihren Stahl aus Schrott und sind damit das größte Recyclingunternehmen in Bayern. Für den Kampf gegen die Klimakrise brauchen wir innovative Unternehmen. In Meitingen kommt es derweil zu Koalitionen, auf die vor wenigen Wochen noch kaum jemand gekommen wäre. Seite an Seite demonstrieren Betriebsrat und die Unternehmensleitung, die IG Metall und der Bürgermeister. Sie wissen, dass die Bundesregierung nicht zaubern kann. Aber sie haben ganz klar zwei Forderungen. Erstens, dass diese Bundesregierung wirklich alles tut, was möglich ist, um diese Krise zu überwinden. Und das heißt, in einer Knappheitssituation zuallererst das Angebot auszuweiten. Niemand versteht, warum noch immer so viel Gas verstromt wird. Niemand versteht, warum in Krisenzeiten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Niemand versteht, warum die Bundesregierung 7 Monate gebraucht hat, den Deckel für Biogas aufzuheben. Niemand versteht, warum von den verfügbaren Kohlekraftwerken erst 2 wieder am Netz sind. Und niemand versteht, warum die Bundesregierung europäische Solidarität einfordert, aber selbst nicht alles unternimmt, um alle Kapazitäten ans Netz zu bekommen. Jede Kilowattstunde zählt. Die Parole von Minister Habeck muss endlich zur Maxime der Politik dieser Regierung werden. Wichtig wäre ein Wumms beim Anschalten von Kraftwerken. Und die Demonstranten in Meitingen haben noch einen zweiten Wunsch an die Bundesregierung. Einhalten, was versprochen wurde. So hat Olaf Scholz einen Industriestrompreis angekündigt. Bis zum heutigen Tage wurden jedoch nur 3 Entlastungspakete geschnürt, ohne auch nur einmal die Unternehmen zu entlasten. Schaffen Sie jetzt endlich Klarheit, und zwar schnell, für Unternehmen und deren Mitarbeiter und damit ein Fundament dafür,
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren und damit in Meitingen auch in Zukunft das Herz aus Stahl schlägt. Vielen Dank. Jetzt hat Dieter Janicek das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Schattner, Sie haben sich ja entschieden, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen. Und Sie haben sich weiter entschieden, das hat ja Chrupalla gestern ja auch schon bewiesen, das Sprachrohr der russischen Propaganda hier im Deutschen Bundestag zu sein. Das nehmen wir zur Kenntnis, und wir werden Sie immer wieder darauf hinweisen, warum wir in dieser Krise sind. Es ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine, und der ist auch von Ihren Schergen befürwortet worden. Landtagsabgeordnete der AfD reisen in Gebiete, die jetzt annektiert werden. Das ist wahrlich eine Schande, und wir werden Sie daran erinnern, dass wir jetzt in dieser Krise entschlossen handeln. Die Bundesregierung hat heute ein kraftvolles Paket, 200 Milliarden Euro an Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen. Das ist ein Signal, dass wir in der Krise handlungsfähig sind, dass wir helfen, dass wir sagen, wir verstehen, dass es jetzt eine historische Aufgabe ist, einen Abwehrschirm gegen diese russische Aggression aufzubauen, um die Wertschöpfungsketten zu erhalten, um den Mittelstand zu sichern, aber um auch die vielen Sorgen der Menschen aufzunehmen und zu sagen, wir führen einen Gaspreisdeckel ein, wir führen einen Strompreisdeckel ein, das ist jetzt notwendig in dieser Krise, und wir handeln entschlossen. Und trotzdem, Kollege Mors hat es gesagt, allein die Aufnahme jetzt des Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit neuen, nennen wir es ganz deutlich, auch Schulden, ist natürlich noch nicht die Lösung der Krise, die Ausweitung des Angebots, die Auffüllung der Gasspeicher, die wir in Rekordzeit geschafft haben, das Anlanden der LNG-Terminals, die neuen Verträge, die da sind, der rasante Ausbau der erneuerbaren Energien, Energiespeicher, all das bringen wir in einer Zeit auf den Weg, wo uns das keiner zugetraut hätte. Wir können auch wirklich stolz sein über die Leistungen der letzten Wochen und Monate. Und ich lasse mir da auch, Herr Durz, bei allem Respekt für Ihre Rede nicht sagen, dass wir nicht handlungsfähig waren. Wir haben Tag und Nacht gehandelt in dieser Krise, und wir werden das auch weiter tun mit Entschlossenheit. Und nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt es schaffen, durch staatliche Maßnahmen, aber auch durch Eingriffe im Markt und durch eine Ausweitung des Angebots Preise zu senken, die Inflation auch im kommenden Jahr dann hoffentlich kraftvoll zu bekämpfen, ist eins wichtig. Wir werden in diesem Winter auch nicht umhin kommen, weiter Energie einzusparen. In dem Moment, wo die Preissignale dazu führen würden, dass Verbräuche wieder steigen, kriegen wir ja wieder negative Effekte. Das heißt, Energieeinsparung dort, wo sie möglich ist, in der Industrie, bei den Haushalten, das bleibt das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt also auch wachsam sein, dass wir beim Thema Knappheiten nicht wieder erneut erzeugen, sondern mit dieser Haltung Einsparung auf der einen Seite, staatliche Hilfen, Angebotsausweitung genau den richtigen Kurs gesetzt haben und dass wir europäisch solidarisch halten. Es geht jetzt darum, dass wir gemeinsam halten. Wir müssen auch Europa zusammenhalten in dieser Krise. Es steht ein harter Winter bevor, aber wir haben heute das Signal gesetzt, dass wir alles tun werden, um diesen Herausforderungen zu begegnen, denn Russland muss diesen Krieg verlieren. Das sage ich auch mit aller Deutlichkeit. Janine Wissler hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, der AfD fallen zum Thema Energiepolitik genau zwei Punkte ein, nämlich Atomkraftwerke und fossile Energieimporte, vorzugsweise aus Russland. Das ein Konzept zu nennen, wäre grotesk. Es ist rückwärtsgewandter Unsinn, und mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Meine Damen und Herren, die Gasumlage ist seit heute endgültig vom Tisch. Das war überfällig, und das zeigt, öffentlicher Druck und Proteste zeigen Wirkung. Um die explodierenden Gaspreise zu begrenzen, brauchen wir schnell einen echten Gaspreisdeckel, und finanziert werden sollte das über eine Übergewinnsteuer, die Sie einführen sollten. Spanien, Portugal, Belgien, Großbritannien und andere Länder haben bereits einen Preisdeckel. In Frankreich dürfen die Energiepreise nur um 4% steigen. Ohne eine solche Deckelung werden Menschen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Viele Unternehmen sind von der Insolvenz bedroht.
Und die Inflation verschärft die soziale Spaltung in diesem Land. Die Einmalzahlungen in den bisherigen Entlastungspaketen reichen überhaupt nicht aus, wenn ein Vier-Personen-Haushalt mit Mehrkosten für Gas von bis zu 5.000 Euro rechnen muss. Dann ist doch wirklich 300 Euro Einmalzahlung wirklich nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Niedrige und mittlere Einkommen brauchen ein monatliches Inflationsgeld. Und ich sage mal so, man kann ja nur hoffen, dass die Gaspreisbremse der Ampel, die Sie jetzt beschließen wollen, besser bremst als die Mietpreisbremse. Die Mieten, da haben wir ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Nötig ist ein bezahlbares Grundkontingent für Strom und Gas. Hoher Verbrauch darf natürlich nicht auf Kosten der Allgemeinheit subventioniert werden. Und wer die Preise deckeln, das heißt die Differenz aus Steuermitteln ausgleichen will, der kommt um eine Preiskontrolle nicht herum, damit die Spekulation die Kosten nicht ins Unermessliche steigert, meine Damen und Herren. Der Markt regelt das eben nicht, weder die Bezahlbarkeit noch die Versorgung. Ist doch absurd, dass Windkraftanlagen im Norden zwangsweise abgeschaltet werden und gleichzeitig diskutieren wir über Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Die Energiewende wurde verschleppt und die Abhängigkeit von fossilen Energien gefestigt. Und nun reiste der Kanzler ja in der letzten Woche nach Saudi-Arabien. Und seit heute wissen wir, mit was die Energielieferungen offenbar erkauft werden. Die Ampel hat Waffenexporte nach Saudi-Arabien genehmigt, Munition für Kampfjets für ein Land, in dem Menschen- und Frauenrechte mit Füßen getreten werden und das einen verbrecherischen Krieg gegen den Jemen führt. Angesichts der Bomben auf den Jemen, angesichts des Mordes an Khashoggi und willkürlichen Hinrichtungen ist das verantwortungslos und verwerflich, was Sie da machen, meine Damen und Herren. Der Krieg im Jemen ist doch nicht weniger verbrecherisch als der Krieg in der Ukraine. Da darf man doch keine Waffen hinliefern. Wirtschaftsminister Habeck genehmigt das. Außenministerin Baerbock hat heute eine wirklich gute Rede gehalten, wo sie viele richtige Sachen zum Iran gesagt hat. Aber dann frage ich mich, wie kann man denn dann mit sich vereinbaren, dass man Waffen nach Saudi-Arabien liefert? Das ist doch keine wertebasierte und feministische Außenpolitik, von der Sie gerne reden. Meine Damen und Herren, das ist eine Schande und das ist eine moralische Bankrotterklärung für die Ampel. Kai-Julius Kronberg ist der nächste Redner für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegen von der AfD! In der Einleitung zu Ihrem Antrag suggerieren Sie, dass sich die Bundesregierung freut, wenn die Industrie die Produktion einstellt. Diese Unterstellung weise ich auf das Schärfste zurück. Um es deutlich zu sagen, wer nahelegt, dass in der aktuellen Energiekrise bei irgendwem, sei es in der Regierung oder im Parlament, Freude aufkommt, der verfolgt in Wahrheit die politische Absicht, hier Misstrauen zu säen und das Land zu spalten. Ihre Rede, Herr Schlatter, hat das im Übrigen eindrücklich bestätigt. Ja, die Lage ist ernst. Die Lage ist ernst, und deshalb geht es jetzt darum, Vertrauen zu schaffen, anstatt das Land in Panik zu versetzen. Es geht um die unmissverständliche Botschaft an den Kriegstreiber Putin. Sein Energiekrieg gegen Deutschland und Europa wird scheitern. Putin wird es nicht gelingen, unsere Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Deswegen machen wir jetzt, handeln wir. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Grundstoffindustrie, der Chemieindustrie, des industriellen Mittelstands und auch des energieintensiven Handwerks. Dafür haben wir einen 200 Milliarden Euro Abwehrschirm aufgespannt. Deshalb führen wir die Gas- und Strompreisbremse ein, um Preisspitzen zu kappen, weiten das Gasangebot aus, erschließen neue Bezugsquellen, fahren die Gasverstromung zurück, nutzen alle Energieträger zur Stromerzeugung, bis die Gaspreise wieder Weltmarktniveau erreicht haben, bauen in Rekordtempo LNG-Terminals, ermöglichen Fuel-Switch, beschließen ein Belastungsmoratorium, stellen Liquiditätshilfen, Eigenkapitalhilfen zur Verfügung. Soll ich noch weitermachen? Ja, die Lage ist ernst. Aber während Sie den Kollaps der Wirtschaft beschwören, handeln wir. Sie schüren Ängste, die Koalition schafft die Lösungen für die Menschen. Das ist der Unterschied, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommen wir zum zweiten Teil des Antrags. Da fordern Sie die Priorisierung der Energiepolitik gegenüber der Außenpolitik. Oha, da wird es mal interessant. Erinnern wir uns kurz. War es nicht so, dass die alleinige Priorisierung der Energiekosten jahrelang den Bau von LNG-Terminals an deutschen Küsten verhindert hat? War es nicht so, dass diese falsche Priorisierung
die vollständige Übernahme von PCK Schwedt durch Gazprom überhaupt erst möglich gemacht hat? Und war es nicht so, dass die Unterzeichnung von Nord Stream 2 nach Putins rechtswidriger Besetzung der Krim eine rein energiepolitisch motivierte Fehlentscheidung war? Wenn Sie heute die Priorisierung der Energie gegenüber der Außenpolitik fordern, dann fordern Sie die Fortsetzung genau der Politik, die uns diese dramatische Lage überhaupt erst gebracht hat, die den ganzen Mist uns überhaupt erst eingebrockt hat. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Darüber müssen wir im Ausschuss aber noch mal ausführlich reden. Der Kollege Sebastian Rohloff ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin ja bekanntermaßen mit wenig zufrieden. Deswegen begeistert mich ja dieser Antrag, und zwar aus zwei Gründen. Der begeistert mich zum einen, weil mittlerweile sogar die AfD verstanden hat, dass die Energiepreise mit der Inflation zu tun haben, also wir mit der Diskussion um die geldmengengetriebene Inflation endlich mal aufhören können, zum einen. Und zum anderen, weil wir mal über Lieferketten und deren Probleme in diesen Monaten und Jahren sprechen können. Beides wichtige Themen. Kollegin Detzer und ich sind da regelmäßig dran. Und jetzt hat es endlich mal sozusagen den prominenten Raum, den das Thema auch verdient hat. Es ist nämlich ganz offensichtlich, dass sich die Energiepreise auch auf diesen Teilaspekt negativ auswirken. Klar ist, dass die Logistikbranche und die Transportkosten massiv durch die Decke gehen und das wieder auch die Folgeprodukte teurer macht. Also es ganz offensichtlich ist, dass die Branche hier Probleme hat. Und wir haben auch gelernt, spätestens sehr schmerzhaft in diesem Jahr, aber eigentlich auch schon davor, dass die bisherige Strategie der deutschen Wirtschaft zu sagen, naja, das, was ich an Rohstoffen brauche, kann ich mir zur Not auf dem Weltmarkt beschaffen und im schlimmsten Fall wird es teurer. Ich kann mich aber darauf verlassen, dass es kommt. Nicht stimmt. Lieferketten, die funktionieren, wären essentiell. Das kann in den heutigen Zeiten aber keiner mehr versprechen. Und deswegen müssen wir regionale Lieferketten auf den Prüfstand setzen, aber auch internationale Lieferketten auf den Prüfstand stellen. Ich bin froh, dass wir über eine neue Rohstoffstrategie sprechen und der Weg, den die Bundesregierung geht, hier neue Handelspartner, zum Beispiel in Südamerika und in China, mit Blick in China, in Kanada, um Gottes Willen, auf China komme ich gleich noch, zu finden, ist genau der richtige Weg und den müssen wir weitergehen. Weil ich China gerade erwähnt habe, im Gegenteil, wir haben an der russischen Energiefrage ja gemerkt, dass es fatal ist, sich da in Abhängigkeit zu begeben. Und wir sollten den Fehler, den wir bei russischer Energie gemacht haben in den letzten Jahren, nicht mit Blick auf Rohstoffe und China wiederholen. Und dementsprechend, ja, weil Sie noch nie Fehler gemacht haben, das ist mir schon klar. Sie haben halt auch nie irgendwas auf die Reihe bekommen, aber das wissen wir. Jenseits dessen appelliere ich auch noch mal an alle Unternehmen, die an Lieferketten angewiesen sind. Wir müssen uns überlegen, ob Just-in-Time immer der sinnvolle Weg ist. Just-in-Time ist bisher immer der große Königsweg. Es kann aber auch sein, dass das Schaffen von Lagerkapazitäten und das Abkürzen von Lieferketten viel größere Beiträge zur Versorgungssicherheit trägt. Und ich glaube, da brauchen wir auch einen Mentalitätswechsel bei den rohstoffintensiven Unternehmen. Selbstverständlich ist auch klar, dass jeden Rohstoff, den wir zu Hause abbauen können, keine Lieferkette braucht und nicht beschafft werden muss. Deswegen müssen wir uns als Koalition auch überlegen, wie wir den heimischen Rohstoffabbau fördern können, aber selbstverständlich immer unter hohen ökologischen Standards. Die Diskussion müssen wir auch führen und klar ist auch, dass es gut ist, die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Brüssel hilft uns da und da haben wir im Koalitionsvertrag gute Sachen vereinbart, weil jedes Produkt, was recycelt werden kann und sei es teilweise, muss nicht neu hergestellt werden und dementsprechend glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich glaube, dass wir die Marktmacht Europas, der Europäischen Union, auch als Einkäufer im Rohstoffbereich nutzen sollten. Ich glaube, ein IPCEI wäre da sinnvoll, was wirklich einen Blick auf eine sichere Versorgung mit Rohstoffen legt und wir da die Kombination aus heimischen und internationalen Quellen strategisch angehen und noch mehr verbessern sollten, als das in den letzten Monaten passiert ist. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Handelspolitik neu zu bewerten. Und da gibt es Diskussionen, die wir uns stellen müssen. Klar ist aber auch, dass wir verlässliche Partnerinnen und Partner brauchen. Und ich glaube, das Lieferkettengesetz, was ein großer Erfolg durchaus auch meiner Partei ist, wird dazu einen gewissen Beitrag leisten. Schließlich freue ich mich mit dem zumindest größten Teil des Hauses an stabilen und diversifizierten Lieferketten und der Stärkung der heimischen Rohstoffförderung zu arbeiten, weil
es weiterhin so ist, dass der Staat in Notfällen eingreifen muss. Das haben auch die Entscheidungen von heute gezeigt, über die ich sehr froh bin. Wir haben einen handlungsfähigen Staat, der die richtigen Entscheidungen trägt, wenn es nötig ist. Diesen Weg werden wir weitergehen. Die Ampel liefert. Vielen Dank. Die Kollegin Sandra Detzer hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte am Wochenende die Möglichkeit, mit ungefähr 30 HandwerkerInnen zu sprechen, und denen steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Es war eines der vielen Gespräche, die wir jetzt über die letzten Tage und Wochen geführt haben. Und da war eine Handwerkerin dabei, die wirklich mit Tränen in den Augen gefragt hat, kann ich eigentlich meinen Kindern noch empfehlen, meinen Betrieb zu übernehmen? Und der Nächste hat gefragt, wie kann ich in ein paar Wochen das 200-jährige Jubiläum meines Betriebs feiern? Und ich bin froh, dass ich diesen Handwerkerinnen und Handwerkern jetzt sagen kann, ja, diese Bundesregierung hat geliefert, ja, wir haben den Rettungsschirm aufgespannt, und sie werden weiter produzieren in der Fläche dieses Landes. Das ist eine gute Nachricht. Und ganz besonders wichtig ist, glaube ich, dass wir neben den vielen Anstrengungen der letzten Wochen, die die Versorgungssicherheit betroffen haben, nun auch ganz konkret die Preise angehen. Wir werden mit der Gas- und der Strompreisbremse dann auch dafür Sorge tragen, dass in den nächsten Monaten, fürchte auch in den nächsten Jahren, die Preise sich stabilisieren, dass Unternehmen Planungssicherheit haben, dass sie gemeinsam den Weg gehen können mit uns in dieser jetzt schwierigen Zeit, und dass wir trotzdem nicht die Wirtschaftskraft, nicht die Innovationskraft verlieren. Und das ist eine gute Nachricht, die von diesem Tag heute ausgeht. Und jetzt ist es aber trotzdem natürlich ganz genau so, dass wir uns mittel- und langfristig sehr genau diese Erfahrung noch mal anschauen müssen. Denn eins ist klar, diese Abhängigkeit, die wir von Russland und Gas gehabt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sowas darf uns nie wieder passieren. Und gerade mit Blick auf kritische Rohstoffe, auf den Ausbau jetzt der Erneuerbaren, geht es darum, unsere Rohstoffsouveränität in Europa, in Deutschland zu erhöhen. Deswegen werden wir eine nationale Rohstoffstrategie auf den Weg bringen. Deswegen werden wir im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie auch noch mal genau überlegen, wie wir diese Flanken schließen können. Denn es ist eine Frage der Wirtschaftssicherheit, darüber zu reden. Es ist eine Frage der Souveränität und auch der Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land, sich diese Gedanken zu machen. Die Ampel tut es. Wir sind handlungsfähig. Und das ist das gute Signal, das heute aus Berlin in die Welt geht. Herzlichen Dank. Reinhard Hohm hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem Blick auf die Debatten in den letzten Wochen hatte man eigentlich den Eindruck, es ist schon alles gesagt zu diesem Thema. Nun kommt auch noch dieses AfD-Papier dazu. Wobei Ihr Antrag letztendlich kein ernstzunehmendes Konzept ist, sondern eine Art, ich würde es nennen, Lex Piesteritz. Ich frage Sie, haben Sie überhaupt mal mit dem Unternehmen gesprochen? Freuen die sich, dass Sie ausgerechnet von der AfD in dieser Form in die Öffentlichkeit gezogen werden? Ich kann mir vorstellen, dass die Begeisterung in Piesteritz sich an der Stelle auf sehr geringem Niveau befindet, weil Sie auch heute mal wieder bewiesen haben, na, es gab den Begriff fünfte Kolonne Moskaus. Sie sind, glaube ich, die sechste Kolonne Moskaus. Und wenn Sie Ihren Antrag dann mal inhaltlich betrachten, fordern Sie wirklich schon etwas Irres. Sie fordern nämlich die Umkehrung der Gaspriorisierung dahingehend, dass also in einer Gasmangellage zuerst die Industrie abgeschaltet werden, dann die privaten Haushalte, dann die Krankenhäuser und zuletzt die Stickstoffwerke Priesteritz. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wollen Sie noch eine Zwischenfrage zulassen von der AfD? Nein,
nachdem der Kollege Reichert heute Mittag die Präsidentin als Herr Präsident angesprochen hat, Frau Präsidentin, möchte ich keine Zwischenfrage der AfD zulassen. Und bei allem Respekt für diesen regional wichtigen Industriebetrieb, es gibt immer noch genügend Produktion von AdBlue in Deutschland, unter anderem bei der BASF. Und es ist von vielen Kolleginnen und Kollegen der Ampel ausgeführt worden, die Regierung ist handlungsfähig, und deswegen muss man sich in Priesteritz weder Hilfe der AfD wünschen, noch braucht man sich Sorgen um die Produktion machen. Vielen Dank. Es ist vorgeschlagen, die Vorlage auf Drucksache 3694 an die Ausschüsse zu verweisen, die Sie in der Tagesordnung finden. Damit sind Sie offenbar einverstanden. Dann verfahren wir so, und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 16.